Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. In der letzten Folge haben wir eine Gasplattform auf Krildor infiltriert und übernommen für die Republik. Und ich löse jetzt auch unser kleines Rätsel auf von der letzten Folge, und zwar was das TIE bei einem TIE Fighter heißt, so dieses T, I und E. Das steht für Twin Iron Engine, für Doppel-Ionen-Antrieb, kann man quasi sagen. So würde es auf Deutsch eigentlich dann heißen. Daher kommt das. Sieht man auch übrigens bei dem Spiel sehr gut, wenn man auf TIE Fighter achtet. Die haben hinten immer zwei Ionenantriebe. Daran erkennt man das wirklich sehr gut. So, Krildor ist gepackt. Jaden, ich hörte, dass ein paar der Jünger Ragnos auf Dagobah sind. Sie haben auch dort die Energie der dunklen Seite der Macht aus der Höhle entzogen. Dun-dun. Okay. Wir gehen jetzt nach Coruscant. Wir haben anonyme Informationen erhalten, dass eine große Zahl Killer-Druiden den Schwarzmarkt förmlich überflutet haben. Diese Druiden wurden schon vor ein paar Jahren verbannt und offiziell produziert sie keine Firma mehr. Lennox Recto, ein unbedeutender Verbrecher auf Coruscant, wird verdächtigt, diese neuen Druiden zu fertigen. Nimm Recto gefangen, damit wir herausfinden, wo seine Fabrik liegt. Hey Jaden, du solltest das selbst problemlos schaffen. So kleine Ganoven wie Recto lassen sich gewöhnlich durch ein Lichtschwert abschrecken. Na okay, Kai, wenn du es sagst, dann machen wir das so. Wichtig, das ist eine kleine Information für euch, wenn ihr später das Spiel mal selber spielen wollt. Es kommt später ein Planeten, wo wir die Fähigkeit Machtschutz wirklich gut gebrauchen können. Und deswegen wählen wir sie jetzt hier auch aus. Gut, Waffen für dieses Level würde ich empfehlen, elektromagnetisches Puls 2 Gewehr, denn die brauchen wir auf jeden Fall. Und dann... Der Rest ist egal. Ich nehme einfach mal das Sniper-Gewehr, weil es eine ziemlich große Karte ist. Na komm, nehmen wir die hier bitte. Die sind da doch ein bisschen besser. Okay. Okay. Ab nach Coruscant. Ab nach Coruscant. Glaubst du, du kannst hier reinstolpern und mich festnehmen, Jedi? Eigentlich habe ich das schon gedacht gehabt, aber egal. Also, hier kommen wir jetzt so auf jeden Fall nicht mehr rüber. Ihr seht es ja schon, da kommen wir nicht mehr rüber. Deswegen... Springen wir jetzt hinten entlang, denn da geht's nämlich weiter. Yay! Super. So. Weg mit denen. So, bei den Snipern muss man immer schnell sein. So. So, weg mit denen. Und wieder schnell rüber hier. Denn da oben ist noch ein Scharfschütze, auf den man jetzt aufpassen muss. So. Auf der Karte lohnt sich auch immer Geistertrick, wenn ich ehrlich sein soll. Ach, da haben wir noch einen. Super, jetzt ist er auch kein Problem mehr. So. Und rüber bitte. Und hoch hier. Super, geschafft. Schauen wir, ob hier noch einer ist. Hier ist keiner mehr. Okay. Dann gehen wir jetzt weiter. Dafür müssen wir auf die andere Seite dieses Gebäudes gehen. So. Okay. Praktische Zielübung. So. Ich würde sagen, das war äußerst synchron. So. Hier rüber und Pang. Schade, leider habe ich den zweiten nicht mehr erwischen können. So. Okay. Dadum, dadum, dadum. Nein! Mist!
Ich nenne das mal Self-Kill gerade. Natürlich genau so gewirkt, dass beide Granaten auf mich fliegen. Wow. Mist, ich wollte eigentlich seine eigene Granate töten. Nein. Ich hab's nicht geschafft. So, Leute. Jetzt war übrigens wieder ein kleiner Tipp, den ihr euch merken könnt. Wir sehen jetzt gleich hier drüben. Also, ich sehe ihn schon hier. Da, mit diesem Schild. Einen Killer-Druiden. Um den wir uns jetzt kümmern dürfen hier. Am besten geht das, indem ihr diese Waffe nimmt und dann mit dem normalen Schuss feuert. Das macht mich den größten Schaden. Was war denn das? So. So, Falke. Ja. Yeah. Stirb. Super. Geht doch. Blöder Söldner. Der ist auch weg. Die haben aber wirklich eine sehr langsame Reaktionszeit, muss ich sagen. Das sind ziemlich schlechte Söldner. Vor allem mit so einem Gewehr. Naja. Manchmal ist das so. Okay, mal sehen. Und runter mit dir. Tja, tief gefallen. Da hinten sehen wir es ja schon, da ist der nächste wieder. Wollen wir uns jetzt mal als nächstes kümmern hier? So. Na, hallo? Hell, hallo? Falken. So. Und tschüss. Der ist auch gefallen. Ich finde es einfach nur geil mit dem Würgriff. Da kann man so schön spielen mit. Macht immer so viel Spaß. Ja, endlich haben wir mal einen erwischt hier. Gut so. Das will ich die ganze Zeit nur. Mehr will ich doch gar nicht. Okay. Stirb, Jedi. Tudum. Und weg mit dir. Der fällt tief. Stirb, Jedi. Peng. Ha ja. So, jetzt hier drüben mal schnell Schildenergie reinholen. Wow. Hab ich noch gar nicht gesehen gehabt. Peng. Falke. Fliehen ist... Er ist auch weg. Ja auch. Hallo? Der auch. Super. Praktische Zielübung. So. Der ist jetzt da unten gelandet. Super. Okay. Perfekt. Er ist tot. Super. Natürlich gibt es hier keine Munition mehr dafür. Finde ich jetzt auch scheiße. Aber gut. Da müssen wir jetzt durch. So, Blitz bräuchten wir übrigens auch für eine der jetzigen Sachen, die gleich kommen wird. Da ist es nämlich ziemlich praktisch. Setze ich immer für die ein, weil die unheimlich nervig sind. Gerade der, den wir jetzt sehen, der kann unheimlich böse sein. Was geht hier der rechte vor? Von den beiden dort. Du kannst mich nicht... Der wollte mich nämlich sonst die ganze Zeit... Ach, wisst ihr was? Ich zeig's euch einfach mal. So. Ich zeig's euch einfach mal, dann seht ihr nämlich, was der macht. Geh mal direkt auf den los hier. Was hast du erstmal das hier die ganze Zeit. Es ist ein Jedi. Und dann das. Und das möchte ich nämlich nicht die ganze Zeit haben. Deswegen gucke ich ihn einfach schnell. Na, verfehlt. Und, ui, das war ein ganz schöner Treffer. Mit einem Schlag gleich so viel, ist ordentlich.
So, Munition für mich auch nicht mehr. Wir brauchen als nächstes auch die Waffe hier. Wir müssen gleich verdammt schnell sein. Ich sag, also ihr habt ja gesehen, warum ich die Waffe 7, beim ersten Mal Waffe 7, dieses elektromagnetische Pulsgewehr habe. Ihr werdet gleich sehen, wozu das eigentlich gebraucht wird, weil die anderen waren nicht so schlimm. Wie bist du hier raufgekommen? Ach egal. Wenn du Ärger suchst, bist du hier genau richtig, Jedi. Und ihr seht es ja jetzt schon. So. Okay. Wow. Hang. So, das war erstmal ein Anfang. So. Hang, der ist weg. Und geschafft. Genau aus dem Grund braucht man auch gerade Geschwindigkeit. Und diese Waffe macht es ihm unheimlich das leicht. Sollte einen Jedi lehren in. Und jetzt reden wir über diese Killer-Droiden. Tütüm. Okay. Wo ist eure Fabrik? Versteckt auf Nar Shaddaa. Wenn du mich in Ruhe lässt, verrate ich dir die Lage. Tütüm. Jetzt kommst du mit mir mit. Bum. Aufgrund der Informationen, die du von Rector erhalten hast, haben Agenten der Neuen Republik die Droidenfabrik auf Nar Shaddaa stillgelegt. Gute Arbeit, Jake. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Ja, mit einem weiteren schönen Level. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch und sage ciao. Bis zum nächsten Mal.